Günter Grass. Weil er fast 30 Jahre im Herzogtum Lauenburg gewohnt hat, gibt es jetzt eine App, mit der man mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und Günter Grass-mäßige Dinge erleben kann. Nun geht's los. Natürlich am Museumshaus von Günni himself persönlich. Hier kann man zum Bleistift das nachempfundene Kolonialwarengeschäft seiner Eltern besuchen und sich für die Tour eindecken mit Zigaretten, Alk und Kondom. Natürlich nicht. Hier gibt's nur Merch und Prospekte. Wenn man die City Lübeck verlässt, kommt man irgendwann zum alten Stecknitzraum. Und da erfährt man dann so krasse Sachen wie, dass der erste Satz, Ilse Bilse Salz danach aus dem Buch der Bund der beste erste Satz im Zuge eines internationalen Wettbewerbs der Initiative deutscher Sprache wurde. Handfester hingegen ist da die Kronbrennerei Kromesse. Hier gibt's Aquavit. Nicht zu verwechseln mit Aquadicht. Das hat sich Günther ganz alleine ausgedacht und ist irgendwie eine Mischung aus Malerei und Witz. Kein Plan. Kommt aber auch erst viel später auf der Tour. Sorry für den Spoiler. Dann Landschaft, Landschaft, Landschaft. Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad. Und irgendwann kommt man dann zum Behlendorfer See. Da will die App dann, dass man sich eine Liegewiese oder eine kleine Bucht sucht. Kondome konnte man ja nicht kaufen. Man soll erfahren, was Grass entgangen ist, weil er mal nicht an der Wanderung teilgenommen hat. Es geht um Brausepulver. Also, wenn Sie ein Handy und ein Fahrrad haben, machen Sie die Tour de Grasse, die ist geil. Übrigens, Günter Grass hatte kein Handy und konnte auch nicht Fahrrad fahren. Lol.